Bei einer Vielzahl von Antivirenprodukten kann es schwierig sein, das Richtige für dich auszuwählen. Heute bin ich hier mit dem Review zu Total AV für das Jahr 2024. Es gilt als eines der besten Produkte auf dem Markt. Mal sehen, ob es seinem Ruf gerecht wird und sich die Anschaffung für dich lohnt. Übrigens, wenn du an weiteren Cybersecurity-Inhalten interessiert bist, solltest du unseren Kanal abonnieren. Also gut, gehen wir die wichtigsten Punkte durch, die mir geholfen haben, mich zu entscheiden und die Frage zu beantworten, ist Total AV eines der besten Antivirenprogramme? Die erste Kategorie sind die Total AV Features im Jahr 2024. Fangen wir mit dem an, was wir für jedes Antivirenprogramm wirklich brauchen, die Scan-Arten. Der Malware Scan ist das Rückgrat der Total AV App. Es gibt vier verschiedene Scan-Optionen, je nachdem, wie gründlich du deinen Scan durchführen möchtest. Sie alle überprüfen dein gesamtes Gerät effizient auf Trojaner, Viren, Ransomware und andere Malware. Der Schnellscan prüft die Stellen auf meinem Gerät, die am ehesten von Bedrohungen betroffen sein könnten. Der Systemscan, der auch als Vollscan bezeichnet wird, überprüft das gesamte Gerät auf allen Ecken und Enden, damit keine Bedrohungen durchschlüpfen können. Wenn du einen verdächtigen Ordner oder eine verdächtige App auf deinem Gerät überprüfen möchtest, gibt es dafür einen eigenen Scan. Ein intelligenter Scan unterscheidet sich von den anderen, da er unter anderem auch nach Tracking-Cookies und Systemmüll sucht. Zusätzlich zu den Scans gibt es auch den Echtzeitschutz. Ich habe diesen Schutz immer aktiviert und ich empfehle es dir, das auch zu tun. Er überwacht mein Gerät im Hintergrund ständig auf Bedrohungen. Selbst wenn ich einmal vergesse, einen Scan auszuführen oder zu planen, ist das kein Weltuntergang. Zusätzlich zur Antivirus-App, die bereits im Hintergrund läuft, enthält Total AV auch die WebShield-Erweiterung. Dieses Tool ist besonders für Anfänger geeignet, das hilft, Betrugs- oder Phishing-Seiten zu erkennen. Außerdem wird die Echtzeitüberwachung von WebShield ständig aktualisiert, damit du vor den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen geschützt bist. Damit sind alle Kernfunktionen von Total AV abgedeckt, aber es gibt noch eine Menge weiterer Funktionen. Zunächst einmal ist es sogar ein vollwertiges VPN. Um ehrlich zu sein, hat es nicht so viele Server, aber ich habe die Geschwindigkeiten getestet. Total VPN war erstaunlich schnell, außerdem gibt es keine Datenbeschränkungen. Viel mehr kann man nicht verlangen, wenn man bedenkt, dass es nur eine weitere Funktion in einem Antivirenpaket ist. Ja, das VPN ist nur Teil der höheren Premium-Tarife, aber preislich gesehen ist es immer noch eine bessere Option als ein Antivirus und ein VPN separat zu kaufen. Eine Funktion, die in allen kostenpflichtigen Paketen enthalten ist, ist das System-Tune-Up-Tool. Viele von uns kämpfen mit einer nicht enden wollenden Schlacht um den Speicherplatz auf unserem Gerät, weil eine Menge überflüssiger Dateien vorhanden ist. Dieses Tool hilft uns, in diesem Kampf auf der Gewinnerseite zu stehen. Es entfernt nicht nur alle überflüssigen und doppelten Dateien, sondern deinstalliert auch ungenutzte Apps, was dazu beiträgt, dass das Gerät viel flüssiger läuft. Total AV bietet seinen Nutzern außerdem eine weitere Sicherheitsebene, nämlich den Schutz vor Identitätsdiebstahl. Mit dieser Funktion werden deine persönlichen Daten, wie zum Beispiel Kreditkarteninformationen und Sozialversicherungsnummern, ständig online überprüft. Wenn die App einen Verstoß feststellt, wirst du sofort benachrichtigt. Aber das ist noch nicht alles. Total AV ist ein All-in-One-Cybersecurity-Paket nur für dich. Es verfügt auch über eine Adblock-Erweiterung, die sehr nützlich ist, um gefährliche Werbung, Pop-ups und Banner zu verhindern. Mit der Funktion Passwort Vault kannst du Passwörter sicher speichern und neue starke Passwörter erstellen, die für jeden schwer zu knacken sind. Ich habe bereits erwähnt, dass es verschiedene Pläne für verschiedene Bedürfnisse gibt, aber wie viel kosten diese Abonnements eigentlich? Die erste Option ist ein kostenloser Plan. Allerdings fehlen ihm die meisten Funktionen, die ich beschrieben habe. Die ersten beiden kostenpflichtigen Pläne beinhalten alle erstklassigen Sicherheitsmaßnahmen und lassen dir die Wahl zwischen 3 oder 5 verfügbaren Geräten. Der Hauptunterschied zwischen ihnen ist, dass der Plan für Internetsicherheit auch ein VPN beinhaltet. Wenn du jedoch den Passwortmanager und die Abdeckung von bis zu 6 Geräten haben möchtest, musst du dich für den Total Security Plan entscheiden. Das ist zwar der teuerste Plan, den Total AV zu bieten hat, aber du sparst dir eine Menge Geld, weil du nicht all diese Cybersecurity Tools einzeln kaufen musst, was viel mehr Geld kosten würde. Wenn du noch unentschlossen bist, hilft dir vielleicht die Tatsache, dass Total AV eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie bietet. Sie beinhaltet kein Risiko. Probiere Total AV aus und wenn es dir nicht passt, bekommst du einfach dein Geld zurück. Und wenn du dich bereits entschieden hast, bekommst du es mit meinem Rabatt sogar noch ein bisschen günstiger. Bei den Vorbereitungen für dieses Total AV Review habe ich einige Tests durchgeführt, indem ich verschiedene bösartige Dateien auf meinem Rechner gespeichert habe. Mal sehen, wie gut Total AV das gemacht hat.
Ich habe den vollständigen Scan mehrmals mit verschiedenen Chartprogrammen auf meinem Gerät durchgeführt, um zu sehen, wie gut es die Dinge erkennt. Total AV schnitt sogar besser ab, als ich erwartet hatte und hatte eine Erfolgsquote von etwa 98%. Das Einzige, was wirklich schwer zu finden war, waren bösartige Dateien, die in komprimierten Archiven versteckt waren. Aber selbst das ist kein großes Problem, denn diese sind harmlos, bis sie extrahiert werden und dann überprüft Total AV sie automatisch. Also hat es meinen Test auf jeden Fall bestanden. Aber was ist mit den offiziellen, unabhängigen Antiviren-Testergebnissen? Auch diese waren ziemlich beeindruckend. 6 von 6 Punkten beim Schutz, 5,5 von 6 Punkten bei der Leistung und 6 von 6 Punkten bei der Benutzerfreundlichkeit. Außerdem konnte Total AV 100% der Zero-Day-Malware-Angriffe und 100% der 4 Wochen alten Malware erkennen. Ist Total AV im Jahr 2024 also gut? Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, denn es ist eine hervorragende Antivirus-Option für Amateure und fortgeschrittene Nutzer zu einem günstigen Preis. Es bietet unverzichtbare Funktionen wie Echtzeitschutz, mehrere Scan-Optionen zur Entfernung von Malware und die Überwachung von Identitätsdiebstahl. Wenn du auf der Suche nach einem Rundumschutz bist, kann ich dir auch das Total Security Paket empfehlen. Damit sparst du dir auf jeden Fall etwas Geld. Apropos Geld sparen, vergiss nicht meinen Rabatt, den du in der Beschreibung findest und der hilft dir dann noch ein bisschen mehr zu sparen. Das wäre alles von mir für heute in diesem Total AV Review für 2024. Und bevor du gehst, wenn du magst, drück gern die Like- und Abonnieren-Buttons. Dann sehen wir uns nämlich bald wieder hier bei VPN Pro.